Okay, Fuchsi, Johannes, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll nach dem Spiel jetzt. Ihr habt schon zwei Matchspiele gegen euch gehabt. Habt es dann noch geschafft, 21 im dritten. Ja, sagt euch mal, was euch durch den Kopf geht gerade. Ja, ich freue mich einfach, dass unser letzter Auftritt jetzt noch nicht beendet war. Also, dass wir einfach nochmal spielen dürfen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und muss ich zugeben, als die Matchspiele gegen uns waren, habe ich schon dran gedacht, Mist, ist das jetzt mein letzter Ballwechsel? Dann haben wir das noch echt ganz gut geregelt. Ich fand eigentlich, dass wir gut gespielt haben die ganze Zeit über. Ja, ich freue mich jetzt dann auf morgen, dass es weitergeht. Das ganze Turnier steht ja unter dem Stern Abschied, vor allem für euch beide und noch ein paar andere Leute. Ist es wirklich das letzte Mal, dass wir euch sehen oder gibt es vielleicht nochmal ein Wiedersehen bei den German Open? Wie sieht es denn da aus? Also ich werde die German Open auf jeden Fall spielen. Es könnte auch sein, dass wir in der Bundesliga nochmal zusammen ran dürfen. Aber ich glaube, international war das unser letzter Auftritt, weil ich fürchte, dass Johannes hiernach einfach sagt, nee, ist nicht mehr. Okay, so wird es dann. Also wahrscheinlich das letzte Turnier, auch bei dir. Was war es für ein Gefühl? Jeder Ballwechsel könnte oder jeder Satz könnte der letzte sein jetzt? Ja, also mir geht es ähnlich wie Johannes. Ich freue mich erstmal riesig, dass wir noch ein Spiel machen dürfen. Und mir hat es auch wieder echt richtig viel Spaß gemacht heute. Ein paar Sachen ärgert man sich dann trotzdem und es wird dann, wenn es eng wird, ist man trotzdem noch irgendwie nervös. Aber umso mehr freut es mich jetzt, dass wir das Spiel noch gewinnen konnten und ja, die zwei Matchbälle relativ souverän abgewehrt haben, um dann etwas glücklich hinten raus zu gewinnen. Und ja, jetzt schauen wir, was wir morgen zusammenbringen. Okay. Nach Rio war ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen Pause angesagt. Ihr seid jetzt auch, habt jetzt ein bisschen andere Prioritäten schon in der Zukunft. Wie fit seid ihr oder wie weit denkt ihr, kann es hier jetzt dann noch gehen, die Woche? Also im Moment fühle ich mich nicht so fit, jetzt nach dem Spiel, aber morgen werde ich sicherlich wieder voll motiviert aufs Feld gehen und dann, ich kenne keinen Schmerz. Okay. Ja, die ersten drei Paarungen haben, glaube ich, abgesagt jetzt alle. Ist eine Chance vielleicht, dass es nochmal richtig weit geht hier oder hättet ihr auch gerne gegen die Top-Leute dagegen die Top-Erfahrungen gespielt? Ich sag mal, bei uns kann es in jedem Spiel alles passieren. Es kann sein, dass wir morgen nochmal gut spielen. Es kann sein, dass es morgen absolut irgendwie völlig wirr läuft. Das werden wir dann sehen. Wir hoffen natürlich auf nochmal ein gutes Spiel und ja, genießen jetzt jeden einzelnen Ballwechsel. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns Sonntag hier wiedersehen und ihr mindestens genauso verschwitzte T-Shirts anhabt. Dankeschön. Danke.